Hey ho Leute, ich bin's wieder, euer Age of Conjure 1 zu 5. Diesmal mit einem Video mit den Neuerungen von League of Legends. Die Frames könnten ein bisschen abkacken, ich weiß auch nicht, warum sie es gerade machen. Ich habe das ein bisschen zu hoch gestellt, die Grafik, und deshalb gehen meine Frames ein bisschen in den Keller. Aber ist ja egal. Was ich heute sagen wollte, sind die Neuerungen, zum Beispiel hier oben rechts die Leiste von den Kills deinen Teams, den gegnerischen, deinen eigenen Kills, Tode, Assists, Minions, Killed und die Zeit. Außerdem sieht man jetzt die FPS da oben und das ist auch schön. Die Skill, das Plus von Skill konnte ich eben nicht zeigen, weil ich unterbrochen wurde währenddessen. Und jetzt sieht man unten hier immer solche Skill-Teile. 5 für jeden Skill, außer für die Ulti 3. Und dadurch kann man besser sehen, welchen Skill man schon am meisten geskillt hat. Außerdem gibt es ein paar neue Items im Shop. Zum Beispiel, wartet, hier zum Beispiel so ein Iceborne Gauntlet, aber das wichtigste Item für den Support ist jetzt das neueste, wartet. Hier, Ruby Sidestone. Das gibt dir Leben und du jedes Mal, wenn du backgehst, bekommst du 5 Wards und du kannst 3 gleichzeitig platzieren. Also einfach umsonst. Das gleiche mit dem Stone, aber da bekommst du nur 4 pro Back und 2 Wards kannst du gleichzeitig platzieren. Außerdem gibt es ein schönes neues Support-Item auch. Das wird jetzt auf Kagams Glücksdolch erweitert. Das ist nämlich Mana-Manipulator und Kagams Glücksdolch. Und das wird zu Shard of True Eyes. Wenn du das auf einen Kumpel machst, dann wird er alles slowed um ihn und so. Außerdem bekommst du Ability Power. Das ist gut auf Lulu zum Beispiel. Es gibt noch ein neues Item. Das ist, glaube ich, hier drunter. Ja, wartet. Nein, unter Attack Speed war das. Das Item hier. Plus 70% Attack Speed. Your basic attacks fire minor bolts at 2 nearby targets. Each dealing 10 plus... Ja. Also deine Angriffe machen immer solche 2 Pfeile und die hitten auch nochmal so viel 50% deines Attack Damages und also plus 10 dann auch noch dazu. Und glaube ich, das Item ist auch neu. Es geht auf Critical Attack Speed und Movement Speed. Das ist also, habe ich auch letztens einen gesehen, der Gangplank hat das gemacht. War ziemlich heftig, wie er das gemacht hat. Und eigentlich war es auch schon das Video. Ich würde noch sagen, was ich demnächst mache. Ich werde demnächst noch ein Video aufnehmen, also ein Commentary. Da brauche ich nur noch ein Gameplay dafür. Im Hintergrund, wahrscheinlich frage ich Kai wieder. Über Kiddies in Multiplayer-Games, zum Beispiel CSS oder COD, sowas halt. Und außerdem mache ich noch ein Dual-Commentary mit dem Shakeness 4, der hat mich auch letztens noch ein wenig, hat mich auch letztens in einem Video von ihm genannt. Ich kenne ihn auch persönlich, also, ich kenne ihn von Kind an, so sagen wir es einfach mal. Und deshalb werdet ihr auch da wahrscheinlich noch was kommen sehen. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen und tschö, Leute.